Herr Kalt, die USA machen es sehr spannend. In der Politik gibt es seit Tagen ein Hin und Her, ein riesen Chaos. Die Märkte hingegen, die sind eigentlich erstaunlich ruhig geblieben. Erst gestern hat es so eine erste Nervosität gegeben an der US-Börse. Auch die Agentur Fitch hat ja angedroht, dass man eventuell die Bonität absetzen will. Wird die Nervosität jetzt zunehmen an den Märkten? Ja, die Märkte sind bis jetzt erstaunlich ruhig geblieben, weil man sich gewöhnt ist, dass in den USA so hart verhandelt ist und man auch davon ausgegangen ist, dass man sich findet zum Schluss. Jetzt fängt aber Zweifel aufkommen, ob man wirklich es schafft, noch vor Montagabend eine Einigung zu finden. Und es ist schon davon ausgegangen, dass die Nervosität jetzt in den nächsten Stunden, ein, zwei Tagen noch deutlich zunehmen wird. Wenn man sich nicht einigt, dann ist ja morgen am 17. Oktober der Stichtag. Das wird heissen, ab dann wären die USA zahlungsunfähig, zumindest auf dem Papier. Was heisst das jetzt konkret? Was wird morgen passieren und in den nächsten Tagen? Ja, es ist so, dass eigentlich am 17., also am Donnerstag 17. in den USA die Schuldenobergrenze effektiv erreicht ist, also die Verschuldungskapazität ausgeschöpft ist. Das heisst aber noch nicht, dass die USA wirklich zahlungsunfähig ist. Sie haben ja weiterhin Steuereinnahmen und haben noch ein bisschen Liquiditätsreserven. Also das Schatzamt wird noch einige Tage lang die Rechnungen bezahlen können. Wir gehen davon aus, dass irgendwo um die 2.23 Uhr dann effektiv der Moment kommen könnte, wo man Angst hat davor, dass wirklich die USA zahlungsunfähig werden. Also von dort her, effektive harte Deadline ist erst um die 2.23 Uhr. Wenn das passiert, gibt es ja Befürchtungen, es könnte eine Kettenreaktion geben, ähnlich wie damals bei der Lehman-Pleite. Wie realistisch halten Sie das? Sind heute die Banken weltweit, aber auch in der Schweiz, besser vorbereitet auf so ein Worst-Case-Szenario? Ja, heute sind die Banken natürlich wieder deutlich besser kapitalisiert als noch vor 2-3 Jahren. Sie haben eine höhere Liquiditätspolster, da hat man ja die Vorschriften sehr stark verschärft. Und ich denke, dass vor allem auch Zentralbanken bereitstehen, in so einem Fall einzuschreiten und Märkte mit Liquidität zu sorgen. Ich glaube, von dieser Seite ist sicher besser vorgesorgt als damals bei Lehman Brothers, wo man wirklich fast überraschend dann in diese Krisen hineingelaufen ist. Reden wir nochmal über ein anderes Szenario. Falls man sich einigt, dann ist es doch nur eine temporäre Lösung, sowohl bei den Schuldenobergrenzen, aber auch beim US-Haushalt. Was heisst das jetzt für die Märkte? Muss man da in den nächsten Monaten dann mit einer ständigen Unsicherheit rechnen? Ja, es ist gut möglich, dass man das Problem jetzt nur für ein paar Monate, für ein paar Wochen wirklich löst, die Schuldenlimite nur bis Anfang des nächsten Jahres wirklich anheben tut und man dann schon ein paar Wochen, Monate bereits wieder vor der nächsten Debatte rund um die Schuldenobergrenze steht. Insofern, das bedeutet schon, dass die Verunsicherung hoch bleibt. Das könnte auch Spuren in der US-Konjunktur hinterlassen. Könnte ja bedeuten, dass die US-Notenbank noch länger zuwarten tut mit dem Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik, also auch da die Zentralbank länger expansiv bleiben. Unabhängig vom Ausgang hat es da nicht auch das Vertrauen der Anleger durch die Debatte gelitten. Früher hat man immer gesagt, US-Anleihen, das sei so das Beste, was man machen kann, das sei eine sichere Bank, gilt das auch noch für die Zukunft? Ja, ich glaube, die Debatte, die jetzt wirklich sehr kontrovers geführt wird, zeigt schon, dass in den USA nicht mehr ganz klar ist, wie sicher das Geld ist, wenn man es in den US-Dollar investiert. Allerdings muss man schon sagen, es fehlt ja eigentlich auch eine Alternative zum US-Dollar im Moment, wo der Status als Reservewährung könnte einnehmen. Weder der Euro, der ja selber auch Probleme hat, ist eine Alternative. Nur der chinesische Renminbi ist zurzeit eine Alternative. Insofern, ich glaube, wir werden noch einige Jahre haben, wo der US-Dollar wirklich die Reservewährung wird sein und wo immer noch als sicherster Hafen auf dem Planet gilt und wo sich die USA weiterhin relativ günstig, sehr günstig können finanzieren weltweit.